So, Leute, sind wir beim nächsten Booster. Ravnica Standard Showdown. Gilt auf Ravnica. Standard Showdown war ein sehr, sehr cooles Event. Und diese Booster hier haben den Start der Promopacks eingeläutet. Also nicht genau diese, es gab die vorher schon. Mit Ixalan. Ja, Ixalan kam vorher. Ixalan hat das angefangen, Standard Showdown. Es war eine sehr coole Option, um Standard zu pushen. Bis sie dann festgestellt haben, die Leute haben keinen Bock auf Standard und spielen trotzdem nicht mehr Standard, sondern wollen einfach nur diese Packs haben. Also haben sie diese Packs immer als Promo und Premium-Promo-Packs rausgebracht. Gucken wir an, was wir drin haben. Wir haben ein Blatzern. Hier übrigens in Englisch. Finde ich so viel besser. 3 Mana Enchantment. Wenn sie ins Spiel wegkommen, ziehen wir eine Karte. Alle Länder verlieren alle Fähigkeiten, außer die Mana-Abilities. Guckt ihr mal die Karten an? Seht ihr das? Ich sag dazu nichts. Ja? Ich zeige euch einfach nur diesen Bogen. Ich merke das gerade hier bei der Blatzern. Ja, sehr, sehr coole Karte, wenn man Blood Moon nicht spielen möchte oder andere Sachen hat, brauchte ich tatsächlich noch eine. Deswegen sehr cool, dass ich die gezogen habe. Dann haben wir ein Kabal Stronghold. Aus Dominaria. Ja, aus dem ersten Dominaria. Tappen für ein farbloses und 3 Mana tappen. Wir kriegen für jeden Standardlandsumpf, den wir kontrollieren, ein schwarzes. Hierbei wichtig, ein Standardlandsumpf, weil es ist nicht Kabal-Koffers. Dann haben wir ein Foil-Ebene. Sehr, sehr cool. Davon habe ich mittlerweile ein paar. Krass. Gemalt von Elaine Dana. Sehr, sehr, sehr cooles Ding. Und ja. Und wir haben ein Settle the Score. Story Spotlight 3 von 4. Ah, weil hier Liliana drauf ist, die hier irgendwas macht. Egal. 4 Mana Sorcery. Wir exilen eine Kreatur. Und wir legen 2 Loyalty Counter auf einen Planeswalker, den wir kontrollieren. Als Sorcery für die damalige Zeit. Ziemlich gute Karte, würde ich sagen. Ja, so viel dazu. Standard Showdown, können wir nicht Modern Showdown haben oder Legacy Showdown oder irgendwas in die Richtung. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.